Hallo, herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Wir stehen hier am Abgrund eines Luftschachtes und ja, mal gucken, was da unten, was diesem Herrn zugestoßen ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach, hier sind wir. Ah, wir sind einfach nur im Büro. Ja gut, das ist jetzt nicht so aufregend. Ja, yeah, wieder 100 Gesundheit. Es wird aber auch mal Zeit. Was ist das denn da? Für eine lustige Tasse. Schade, dass ich das nicht drehen kann. So, aber ich muss doch hier bestimmt irgendwas aktivieren, oder? Irgendetwas aktivieren. Ah ja, hier. Und das hier machen wir auch mal. Oh. Jetzt ist wieder Saft in der Bude. Jetzt gibt es bestimmt Ärger, wenn ich da runtergehe. Da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, daran könnte ich mich erinnern. Siste. Irgendwie habe ich das Gefühl, Half-Life 1 ist ein bisschen härter als Half-Life 2. Sieht aus wie Hähnchen. Guck mal, da sind meine 100 Schuhe weg. Nur noch 50 übrig. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe jetzt. Boah, sind das viele, ey. Jetzt bin ich tot. Sache, ich war tot. Na super. Ey. Lässt er sich immer so viel abziehen hier? Was? Huch. Nein. Gordon, ey, du machst nur Mist. Ups. Das war auch nicht Sinn der Sache. Also bringt es nichts, wenn ich hier so einen kleinen Jump runter mache. Ich kann es ja mal versuchen, da unten zu springen. Okay, hier stecke ich fest. Ich muss also auf der Plattform bleiben. Mist. Kann es ja mal versuchen. Ey, warum ziehen die mir immer was ab? Obwohl ich die haue. Wo ist es? Ein Schlag damit reicht. Shit. Wow. Gott, da musst du aber noch ein bisschen üben, wa? Tja, ja. Das werden wir schon noch hinbekommen. Sieht ein bisschen aus wie... Naja.
Ich hoffe, die fallen alle da schön. Ja, fallt mal da runter. Okay, sehr gut schon. Wo ist der zweite? Sehr gut, 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 gut. Okay. Wer weiß, wie viel mich gleich da unten erwarten. Perfekt. Unperfekt. Ach du Schande, ey. Hier kommen aber echt viele runter, du. F8, so. Boah. Sind sie alle hinüber? Mann! Die sind aber auch aggressiv, die Viecher, ne? Puh! So, jetzt haben wir es aber erledigt. Ah, da ist ja noch was drin. Ich wollte gerade sagen, also ich kann es mir auch sparen, die Kisten kaputt zu machen. Aber ist doch was drin. Gut. Keep out. Und Schluck trinken so. Die Augen tropfen lassen. Huch! Schrecklich vom Wasser. Wo sind die ganzen Leute alle hin? Ich meine, hier waren ja auch ein paar mehr Leute am Werk, ne? Sind irgendwie alle hinüber. Wo wir schon mal dabei sind, machen wir hier die ganzen Kisten kaputt. Ist das überhaupt für ein Lagerraum, wo lauter kaputte, leere Kisten sind? Ah, da war einmal Munition drin. Tja. Wir haben es alle nicht leicht, ne? Ach du Scheiße. Kurze Pause. Was war denn das jetzt hier? Hat sich auf jeden Fall ein bisschen spooky angehört. Ah, guck mal, meine Munition. Ist das nicht schon mal viel besser? Das ist viel besser. Oh. Ein Torso. Tja. Jetzt habe ich die Aliens nicht aufgeschreckt mit meiner Nieserei. Spring, mein Häschen, spring. Huch. Eieieiei. Ein harter Aufprall. Huch. Im Laden geschlagen. Oh, ich fand das noch ein bisschen cooler hier bei Half-Life, dass man mit den Leuten sprechen und ein bisschen Spaß machen konnte. Jetzt, wo keiner mehr hier ist, wo ich nur noch so um ein blankes Überleben kämpfen muss. Schade. Oha. Was ist das denn?
Ach du Scheiße. Ist aber auch neu, oder? Hier, nimm das. Das kenne ich aber auch nicht irgendwie. Muss ich mir echt mal angucken. Hey, wie der mich auch sieht, ne? Schnell weg! Ups! Ich bin nicht da. Oh nein, da sind Dinger! Bloß nicht erwischen lassen von denen. Das habe ich abgekackt, verkackt. Für das Teil brauche ich doch eine fettere Wumme. Was soll ich das denn sonst besiegeln? Gut gemacht, Gordon. Gut dran vorbeigeschlichen. Puh. Was ist das denn hier? Wachs. Naja. Ja, das hielt sich ja jetzt in Grenzen. Aber gut, wer weiß, wie und was. Oh, was? Schon tot? Okay. Ah, guck mal, hier sind explosive Kisten. Okay, schon mal gut zu wissen. Wupp, Reißverschluss hochgezogen. Ah, bist du eklig. So. Schnell weg hier. Okay, dann hätte ich das vielleicht auch von der anderen Seite aus besiegen können, ne? Mit ein paar Schüssen auf die Fässer, aber das konnte ich ja nicht sehen. Was da diese Fässer sind. Was für ein ekliges Vieh, oder? Oh. Das sieht aus wie Jump, wie eine Jump Map. Ich hasse Jump Maps. Da will mir sogar schon die Musik sagen. Hör, Junge, jetzt musst du aber aufpassen. Nein, ich will nicht. Das ist mir zu hoch. Hep. Das ist die Tür, die 3. Tor Nummer 3 bleibt für sie verschlossen. Ja, das macht natürlich auch viel Sinn, ne? Hier so drauf zu hauen. Hep. Ja, das hat ja direkt mal gut geklappt, ne? Gordon, warum springst du denn nicht? Ah, ich erinnere mich, Leute, das hatten wir schon bei Half-Life 2, dieses Laufen und Springen. Huch. So, das werden wir hier aber noch drüber schaffen, oder? Ey, schon wieder mache ich's. Diese Kombination geht nicht, ne? Diese Tastenkombi.
Na. Wenn ich... Geht es nicht. Ich kann nicht schnell laufen. Springen und nach vorne gehen. Gleichzeitig drücken. Dann passiert das. Wie es mir schon so oft passiert ist. Was halt mal richtig. Nein. Hätte ich nicht sagen dürfen. Wisst ihr was? Ich kann aber auch einfach F8 drücken auf den Kisten. Ach hä? Guck mal, es geht automatisch von da weiter. Das ist natürlich praktisch. Ach Gordon, du machst was mit. So, wundervoll. Ah. Lalalala. Was für ein schöner Tag in Gordons Leben. Es hätte nicht besser kommen können. Rückenschonende Arbeitsweise noch dort erläutert. Ja. Sollte man auch ein bisschen drauf achten. Fuck you! Du widerliches, schnelles Vieh. Hässliches. Stinkendes. Schade, dass hier keine Map gibt. Was ist schon wieder? Hier sind wir. Einfach jetzt auf der anderen Seite. Ah. Oh, Leute, seid ihr bescheuert? Seid ihr blöd? Boah, wie die mich platt gemacht haben. Guck mal, die haben mir alles wieder abgezogen, ne? Ich glaub's nicht. Ja, mir ist klar, Kai. Ah, wunderbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.